Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Fragda. Und das ist mein üblicher Vorspann bei Spielen, die in Deutschland mit USK 18 bewertet wurden oder vielleicht auch zusätzlich indiziert. Das ist Postal 3. Wollte ich gerade sagen, Try. Das ist Postal 3. Das wurde in Deutschland gar nicht bewertet, was USK angeht, weil es direkt auf die Liste A der Indizierung gewandert ist. Finde ich völlig absurd. Also PG 18, ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht sogar eher ein USK 16 gewesen wäre. Also das Spiel ist dermaßen trashiger, brutal, also derb Humor. Wenn es ein Film wäre, wäre das ein USK 16 Film. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel indiziert wurde. Ja, ab 18, gut, kann ich mit d'accord gehen, ja, ist in Ordnung. Aber indiziert ist mir absolut schleierhaft. Da muss man nur das Tutorial spielen, den Anfang, da lacht man sich schon ein Ei ab. Oder man findet es halt total scheiße, wenn man, keine Ahnung, humorlos ist. Aber auf die Idee zu sagen, oh, das können die Seelen von Erwachsenen so dermaßen vergiften, dass ich muss es nur indizieren, weil Indizierung geht ja gegen Erwachsene. Ja, für die Kinder haben wir USK 18, damit es kein Kinderspiel gegen Erwachsene ist, Indizierung gerichtet. Egal, komm, ich will nicht. Ich will nur sagen, wie es ist. Das ist Postal 3. Ja, das Video, was jetzt gleich im Anschluss hier dran kommt, ist ein Video, das ich aufgenommen habe, während ich Postal 3 spiele. Das Spiel ist nun mal in Deutschland indiziert, es ist mit PG 18 bewertet worden. Dementsprechend möchte ich darauf hinweisen, wenn ihr nicht 18 seid, solltet ihr euch das dann angucken. Und wenn ihr humorlos seid und oder kein Verständnis habt für, sagen wir mal, ein Humor, wo ein Typ einen Dachs in der Hand hält und der Dachs beißt Zombies den Kopf ab. Sorry, ich muss wieder lachen. Also wenn ihr da empfindlich seid, dann solltet ihr euch das auch nicht angucken. Und alle anderen wünsche ich viel Spaß beim Video zum Spiel. Wir sehen uns. Tschö. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Fragda und ich bin wieder im Postal 3 und jetzt soll ich unseren Lieblingspornostar verteidigen gegen aufgebrachte christliche Hausfrauen unter dem Kommando von Sarah Paulin. Zumindest sieht sie so aus. Die Hockey-Mom. I am the death panel. My implants. Ah. Destroy the filth for baby Jesus. Bring it, bitch. I don't like your face. I know what you're thinking, but I don't even like video games. Oh, you ain't got what it takes. Butt sauce. Ow, you bitch. Back to the hell that spawned you. You're about to wake up deceased. Act. Yeah, that's what they all say. Bring it, bitch. Holy shit. I am the death panel. Ooh, that's gonna leave a mark. We won't be objectified. Don't worry, it's just like sleeping. Maybe not. Die haben wir gut gegrillt. Well, that was fun. Unfortunately, all the customers got scared off, so I can't afford to pay you. Go ahead and keep the taser and the shovel as a token of my appreciation, okay? You know, you made this look so easy. I think maybe I'll get the other postal babes together and start my own security service. See you later, dude. Ja, da ein bisschen mehr als Belohnung dran. She wants me. Ja, das ist das, was er über sich übersetzt. Oh. At this point, the only way I was gonna get some scratch was to bend over and take a hot steaming payday loan. Imagine my surprise when there wasn't a crazy long line at the tellers. Finally, it was my lucky day.
Until these asshats pissed all over. The ecotologists were an extremist save the earth cult. Sort of a zesty blend of PETA and Scientology. Anyway, they were apparently executing an armed fundraising drive. Surprisingly, the cops showed up within seconds and the whole thing instantly devolved into chaos. Clearly, I had a decision to make. If I chipped in and helped out the cops, maybe I'd get a reward and be famous. On the other hand, if I sided with the eco-zealots, I heard those granola chicks are animals in the sack. I knew I needed to make a story-altering choice, and fast. Ich würde sagen, ich setze den nächsten Cut, aber wenn das gerade eben mit den Pornomamas ein bisschen schnell ging, macht aber nichts, haben wir mal ein kürzeres Video dabei, weil ich habe das Gefühl, das hier könnte ein bisschen länger dauern. Bis gleich. Tschüss.